In diesem Video geht es darum, was man sonst noch alles mit einem Winkelbrett, das ich Ihnen ja schon beim letzten Video vorgestellt habe, so alles anstellen kann. Also meine Empfehlung lautet, unbedingt dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holzwerken TV. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind. Im letzten Video hatte ich Ihnen ja schon einiges zum Winkelbrett erzählt und Ihnen gezeigt, wie man mit einem Winkelbrett präzise Bretter und Bohlen besäumen kann. Und ganz aufmerksame Zuschauer haben natürlich diese beiden Bohrungen entdeckt in diesem Winkelbrett und wollten natürlich ganz genau wissen, wozu sind diese Bohrungen da. Und selbstverständlich haben diese Bohrungen eine Funktion. Das möchte ich Ihnen jetzt gleich einmal demonstrieren. Beim letzten Video war es ja so, dass wir das Winkelbrett aufgrund der Werkstückdicke in dieser Position am Parallelanschlag befestigt haben. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, die Hebelzwinge, also hier an dieser L-förmigen Fläche, bequem zu befestigen. Also das Winkelbrett wurde mit dem L nach unten zeigen am Parallelanschlag angelegt. Haben wir jetzt dünnere Werkstücke, dann geht das natürlich nicht. Dann muss das Winkelbrett gedreht werden. Nehmen wir an, das wäre das Werkstück. Das ist jetzt dünner. Und dann muss das Winkelbrett mit dem L nach oben zeigen am Parallelanschlag montiert werden. Und da kommen diese Löcher ins Spiel. Und zwar passen in diese Löcher dieser feste Arm der Hebelzwinge hinein. Also das wird einfach nur hier reingesteckt. Dann die Hebelzwinge angezogen und schon hält dieses Winkelbrett. Und Sie sehen, es hat also einen Sinn. Diese Löcher sind dann sinnvoll, wenn man dünne Werkstücke bearbeitet. Dann werden über die Löcher das Winkelbrett geklemmt. Und wenn man dickere Werkstücke bearbeitet, wird das Winkelbrett einfach rumgedreht. Ein solches Winkelbrett kann man aber auch sehr gut auf einer Formatkreissäge einsetzen. Und die Formatkreissäge hat einen großen Vorteil gegenüber der Tischkreissäge, dass sie einen Schiebeschlitten hat, der direkt neben dem Sägeblatt läuft. Und damit kann man ein Winkelbrett noch flexibler einsetzen. Aber vieles, was ich Ihnen gleich in den Videosequenzen zum Winkelbrett vorstelle, geht natürlich auch auf einer kleinen Tischkreissäge. Ein großer Vorteil, wie gesagt, ist der Schiebeschlitten. Und da werden Sie am Ende der Videosequenz sehen, wie ich zum Beispiel das Winkelbrett als Laserersatz einsetze. Und das geht leider nur, wenn die Maschine über einen Schiebeschlitten verfügt, der direkt neben dem Sägeblatt läuft. Und diese Videosequenz, die Sie gleich sehen werden, stammt aus meinem neuen Formatkreissägenbuch, das ich Ihnen dringend ans Herz legen möchte, wenn Sie über eine Formatsäge verfügen oder vielleicht auch darüber nachdenken, sich eine zuzulegen. Ich werde Ihnen aber jetzt erstmal zeigen, wie man ein ganz normales, selbstgebautes Winkelbrett am Parallelanschlag einer Formatkreissäge befestigt und dann entsprechend auf die gewünschte Werkstückdicke einstellt. Auch das geht sehr einfach und das möchte ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Also, nehmen wir an, das sind die Werkstücke, Dicken, die Sie bearbeiten möchten, dann legen Sie das Winkelbrett direkt an den Parallelanschlag, nehmen zwei Hebelzwingen und spannen einmal das Winkelbrett ein bisschen anheben, dass noch etwas Luft unter dem Werkstück ist, das ist wichtig. Und dann machen Sie noch eine zweite Hebelzwinge. Auch hier wieder darauf achten, dass ein bisschen Luft da entsteht, damit Sie halt hier unter dem Winkelbrett noch Platz haben. Denn als nächstes muss ja die Sägeblatthöhe eingestellt werden. Und das machen wir, die stellen wir so ein, dass die Zähne bis knapp ans Winkelbrett reichen. Da das Winkelbrett aus Holz ist, und das ist ein großer Vorteil, kann man sogar dieses Sägezähne in das Winkelbrett einschneiden lassen. Absolut kein Problem. Wenn Sie
beispielsweise ein kommerzielles Winkelbrett kaufen aus Aluminium oder aus Stahl, da geht das natürlich nicht. Also so eine selbstgebaute Variante hat also auch einige Vorteile zu bieten. Was Sie dann als nächstes noch machen müssen, Sie müssen diese Fläche, wenn Sie eine 1:1 Kopie machen wollen, diese Fläche mit den Sägezähnen fluchten lassen. Also die Sägezähne sollten nicht über diese Kante, diese Führungskante hinausstehen. Und das kann man auch ganz einfach machen, indem man dieses Teil, wenn es winklig zugeschnitten ist, einfach dagegen legt und dann schaut, ob sich die Zähne, wenn man es vorbeiführt, noch bewegen. Damit ist quasi alles soweit eingestellt. Deutlich einfacher geht das natürlich mit kommerziellen Lösungen, die ich eben schon erwähnt habe, wie beispielsweise dem Sägebeu der Firma Aigner. Der kann blitzschnell auf dem Parallelanschlag befestigt werden und ist auch in der Höhe stufenlos justierbar. Man braucht also keine Hebelzwinge. Dieses Teil ist toll, hat aber auch seinen Preis und Sie müssen selbst entscheiden, wie oft Sie Winkelbretter zukünftig einsetzen werden. Wenn Sie ein Winkelbrett nur ein- bis zweimal im Jahr einsetzen, dann reicht mit Sicherheit auch ein solcher einfacher Selbstbau völlig aus. Und damit man beispielsweise auch in einer solchen Kauflösung die Möglichkeit hat, in die Führungsfläche hineinzusägen, bietet der Hersteller auch noch zusätzlich eine Holzführungsleiste an, die auf der Rückseite genutet ist und diese Nut passt exakt zu diesem Aluwinkel hier vorne. Ich zeige das mal kurz. Man kann also jetzt die Nut auf die Alukante stecken und dann hat man eine schöne Führungskante aus Holz, in die man auch problemlos hineinsägen kann. Und das bietet Vorteile, wenn man Gärungsschnitte beispielsweise macht. Und einige weitere Anwendungsbeispiele zeige ich Ihnen jetzt im Anschluss mit ein paar Videosequenzen. So, das war es dann für heute von mir. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen allzeit unfallfreies Holzwerken. Also, machen Sie es gut und tschüss! Fertigen Sie zunächst eine genaue Schablone Ihrer gewünschten Vieleckform an, zum Beispiel aus einer 19 mm starken MDF-Platte. Diese Schablone befestigen Sie dann mit doppelseitigem Klebeband auf dem Werkstück. Nehmen Sie dazu nicht zu große und vor allen Dingen nicht zu stark klebende Streifen, damit Sie die Teile später wieder bequem trennen können. Das eigentliche Prinzip des Kopierens ist so simpel wie genial. Während Sie die Schablone an der Kante des Winkelbretts vorbeischieben, wird vom darunterlaufenden Sägeblatt der Überstand des Bretts exakt auf das Maß der Schablone zugeschnitten. Besonders wichtig ist, dass Sie die Schablone mit seitlichem Druck immer dicht an der Winkelbrettkante entlang führen. Nutzen Sie dabei auch den Schiebeschlitten und stellen Sie ihn nicht fest. Sollte die Werkstückkante dennoch einmal nicht so präzise sein, wie Sie es sich vorstellen, fahren Sie die Schablone samt Brett einfach noch ein weiteres Mal am Winkelbrett vorbei. Solange die Schablone auf dem Werkstück befestigt ist, lässt sich das beliebig oft wiederholen. Wenn Sie die Winkelbrettkante exakt bündig zu den Sägeblattzähnen eingestellt haben, verlaufen später auch die Schablonen und Werkstückkanten absolut bündig zueinander und Sie erhalten eine exakte 1:1 Kopie der Achteckschablone. Für mich ist diese Präzision immer wieder beeindruckend und haben Sie erst einmal die Schablone für Ihre Form hergestellt, benötigen Sie lediglich 2 Minuten, um eine exakte Kopie davon zu sägen. Man kann mit dem Winkelbrett natürlich auch sehr gut kleinere Werkstücke kopieren. Damit die Hände dabei aber genügend Abstand zum Sägeblatt haben, benötigt man noch zwingend eine größere Schablone, auf der man das Werkstück befestigen kann. Mit dieser vergrößerten Schablone sind die Hände dann weit genug aus dem Gefahrenbereich des Sägeblatts entfernt und man kann deutlich entspannter und mit einem sicheren Gefühl arbeiten.
Nach etwa 30 Sekunden halten Sie dann auch schon eine perfekte Kopie dieser simplen, aber überaus nützlichen Höheneinstelllehre in Händen. Lediglich noch beidseitig falzen und auf beide Falzflächen eine selbstklebende Skala anbringen. Mit dem Winkelbrett können Sie aber auch Schrägschnitte exakt nach Anriss herstellen. Dazu kleben Sie zuerst zwei kurze Stücke doppelseitiges Klebeband unter einen schnurgeraden Multiplexstreifen. Die Kante des Multiplexstreifens richten Sie exakt auf den Anriss des Werkstücks aus und drücken ihn dann fest. Danach die Multiplexkante dicht am Winkelbrett vorbeischieben und schon haben Sie einen perfekten, schnurgeraden Schrägschnitt exakt nach Ihrem Anriss. Diese Methode funktioniert natürlich auch mit geschweiften Werkstücken wie dieser ellipsenförmigen Platte. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Sie können immer nur so viel absägen, wie unter das Winkelbrett passt. Für die meisten Arbeiten wird dieser Bereich aber sicher ausreichen. Ansonsten können Sie das Winkelbrett bei Bedarf ja auch breiter herstellen. Ein Winkelbrett kann aber auch sehr gut als Laserersatz dienen und Ihnen die Schnittlinie des Sägeblatts anzeigen. Das möchte ich Ihnen hier einmal am Beispiel eines kommerziellen Winkelbretts, nämlich dem Sägebeu der Firma Aigner, vorstellen. Der lässt sich ebenfalls blitzschnell am Parallelanschlag befestigen. Mit nur einer Schraube lässt sich der Sägebeu dann schnell und einfach bis knapp über die Werkstückfläche absenken. Zum Schluss muss dann nur noch die Führungskante des Sägebeus mit der Außenfläche der Sägezähne fluchten. Dazu nutzt man einfach eine gerade ausgehobelte Leiste. Damit ist der Sägebeu dann exakt auf die Schnittlinie eingestellt und Sie können sich den gewünschten Schrägschnitt auf das Werkstück markieren. Diesen Strich richten Sie jetzt einfach an der Führungskante des Sägebeus aus und spannen die Platte mit den beiden genialen Werktischspannern auf dem Schiebetisch fest. Jetzt können Sie bequem, sicher und absolut präzise den Schrägschnitt herstellen. Die Möglichkeiten eines Winkelbretts sind jedenfalls riesig. Und daher bin ich der Meinung, dass es zusammen mit den beiden Werktischspannern und auch der Sägehilfe Fritz und Franz bei keiner Formatsäge fehlen darf. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen.
Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.